Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast, der Podcast für den deutschsprachigen Raum, der sich spannende und erfolgreiche Menschen anschaut und sich dann genau überlegt, wie sind die dorthin gekommen. Und ich habe heute ganz einen besonderen Gast und vorher möchte ich auch unsere Zuhörer in der Schweiz begrüßen und in Österreich und in Frankreich und in den Niederlanden, wo ihr uns alle empfangen könnt, weil derjenige, der jetzt kommt, der kann sogar Französisch sprechen und Schweizerdeutsch kann er auch noch. Und wisst ihr was, ich habe heute einen richtigen Vorstand hier. Und ja, von einem Großkonzern. Und ihr wisst, dass ich ja sonst sehr kritisch bin, was so die Strukturen in so riesigen Konzernen angeht. Aber bevor ich ihn vorstelle, möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar war ich bei der Firma AXA eingeladen, um eine Keynote zu halten. Und da gab es dann so einen Umkleideraum, und wo ich meine Bücher signiert habe. Und ich bin dann Kaffee trinken gegangen, komme wieder rein und dann stand dann eine Mitarbeiterin von AXA vor der Tür und sagt, oh, da ist jetzt der Vorstand drin. Und ich habe mich direkt stramm hingestellt. Ihr kennt mich ja, ich bin ja ganz hoheitshörig. Bei der Polizeikontrolle gebe ich ja auch immer brav meinen Führerschein und sage, Herr Wachtmeister. Und dieser Vorstand, der dann stand, hat mich einfach reingewunken, hat weiter telefoniert, hat aufgelegt. Und da stand ein Mann mit einem hellblauen Anzug, sofort geduzt. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und haben über das Thema Veränderung gesprochen und auch in solchen großen Unternehmen wie der AXA. Und hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation dieses Mannes. Er ist Vorstand PNC, das habe ich vorhin gelernt, was das ist, sagen wir euch später, Industrie- und Firmenkundengeschäft für Deutschland, für den AXA-Konzern. Er ist Expat in Deutschland, also er ist quasi nach Deutschland gezogen, 15 Jahre lang mit der Familie mittlerweile im Ausland unterwegs, Versicherungen von Anfang an in seinem Leben gemacht, begeistert von aktuellen Themen in der Versicherung und damit in der Gesellschaft, Familienmensch, gerne in der Natur. Er ist stets Flachwurzler geblieben im Ausland, da kommen wir noch zu, was das ist, steht jetzt gerade wieder vor einer großen Veränderung im beruflichen Umfeld und hier kommt sein Motto. Menschen machen den Unterschied und die Fähigkeit dieser Menschen zusammenzuarbeiten, motiviert zu sein und damit auch eine gute Life-Balance. Er nimmt einiges aus dem Sport mit, was er 1:1 auf die Arbeit übertragen kann. Herzlich willkommen, Thierry Daucourt. Das Französische ist das einzige Fach, was ich in der Schule wirklich nicht hatte. Wie spreche ich den Nachnamen richtig aus? Daucourt. Herzlich willkommen im Bewohnerfrei-Podcast. Ja, danke. Ich bin, soll ich sagen, es mutet sich komisch an, es fühlt sich komisch an, für mich in einem Podcast zu sein. Ich weiß nicht, was daraus Interessantes und wirklich Spannendes rauskommen soll von mir, aber wir legen mal los. Ich bin da offen für alles. Danke für die Einladung. Ich glaube eine ganze Menge, weil hier hören ganz viele junge Menschen zu, die sich die Frage stellen, wie kann ich Vorstand werden? Wie kann ich zu jemandem werden? Und da stelle ich dir jetzt mal die allererste Frage. Wie hast du es geschafft, so offen und locker Menschen gegenüber zu bleiben und gleichzeitig deine Position, die du in so einem Unternehmen hast, dabei nicht zu vergessen? Wie machst du das? Ist eine gute Frage. Ich war heute gerade mit unseren Azubis, ganz neuen, frischen Azubis zusammen heute Morgen und die haben auch die Frage gestellt, wie man Vorstand. Meine Antwort war spontan, um Gottes Willen, plan das nicht. Wenn es dann kommt, dann kommt's, aber das ist ja kein Ziel für sich. Und Vorstand ist natürlich in Deutschland nochmal was anderes als in anderen Ländern. Das wird hier fast ein bisschen zu hoch gehypt, das Ganze. Am Ende geht es, glaube ich, darum, Freude und Spaß zu haben an dem, was man tut, einen Sinn in der ganzen Sache zu sehen, offen zu sein für Neues. Also ich habe meine Karriere nie geplant. Ich bin einen sehr unkonventionellen Weg gegangen und am Ende ist so eine Arbeit mit der Verantwortung eigentlich auch nur kombinierbar mit einer Partnerin, Partner, wem auch immer im Leben wichtig ist. Ja. Das muss man miteinander besprechen. Ohne meine Frau hätte ich die Erdung vielleicht mal verloren, weil je weiter oben man ja hochkommt in der Hierarchie, umso mehr gibt es gewisse Dinge, die da passieren, die könnten einem entfremden von der Basis und man könnte meinen, man sei wichtig. Okay. Und das könnte zu einer Entkopplung führen, sage ich immer, von der Basis. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, musst du erstmal den Plastikmüll rausbringen, oder? mach ich sowieso, aber es ist so, dass, weil meine Frau und ich und bei unseren beiden Töchtern auch, die sind sehr unterschiedliche Wege gegangen. Ich denke, für mich, ich ziehe viel aus Familie, Gesellschaft, Umgebung, Freunde. Und mir ist es wichtig, dass ich die Verbindung
halte zu allen Menschen, unabhängig davon, jetzt in welcher Struktur, in welchem Organigramm sie sich bewegen. Okay. Und am Ende, weißt du, je weiter, in Anführungsstrichen, ich weg bin vom Ganzen, umso mehr merke ich ja, wie wichtig das ist, Leute miteinander zu verbinden. Ich weiß immer weniger. Das Know-how ist in der Firma, das ist überall verteilt, aber nicht bei mir. Ich muss schauen, dass ich die Leute verbinden kann, dass ich sie unterstützen kann, dass ich als Coach da bin, wenn es mich braucht oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich gebraucht werde. Und da ist einfach eine Verbindung mit der Basis, nenne ich es mal, dort, wo gearbeitet wird, jeden Tag auch Geld verdient wird, dass ich die nicht verliere. Verstehst du gleichzeitig Vorstandskollegen, die anfangen, so eine Mauer zu bauen, weil denen das einfach zu viel wird, dieses ewige, Vorbild sein, dieses ewige in einer Rolle in einem Unternehmen zu sein, dass sie dann anfangen, so ein bisschen zu mauern? Kannst du das nachvollziehen? Ich kann es nachvollziehen, aber ich denke, du sprichst genau das Problem an. Wenn du authentisch bist und einfach der bist, der du bist, dann musst du ja nicht schauspielen. Und wenn du anfängst zu schauspielen, um den Leuten was vorzumachen, was ein Vorstand sein sollte, dann, glaube ich, hast du verloren. Also ich wurde hier auch sehr gut aufgenommen, aber ich bin sicherlich ein bisschen am Anfang der Exotischere gewesen. Und wenn man mich so nimmt, wie ich bin, dann ist es ja gut. Und ich muss auch nicht spielen. Mir ist auch nicht wichtig, dass jeder weiß, dass ich Vorstand bin. Ich begegne den Menschen bewusst mal ganz normal, ohne zu erzählen, was ich eigentlich tue und was ich mache. Ja. Weil sonst sofort etwas passiert, weil man dann sofort in eine Situation kommt, okay, der ist Vorstand und der ist Anführungsstrichen, was auch immer, Abteilungsleiter, Sachbearbeiter, und dann schafft man sofort eine Distanz, die ja gar nicht gewünscht ist. Ja, wenn du jetzt irgendwo zum Grillen eingeladen bist und jemand sagt, hör mal, Thierry, was machst du so? Was sagst du denen? Sagst du, ich bin bei der AXA? Oder ich sag denen, ich arbeite auf der Versicherung. Ja. Und dann, dann esst ihr Würstchen. Oh, wenn du nicht weiter fragt, dann ist gut. Und weißt du, auch das habe ich heute mit unseren Auszubildenden gerade ein bisschen diskutiert. Die Nähe zu den Menschen, unabhängig ihrer Couleur, ihrer Herkunft und ihres Ranges, ist ja wichtig. Dabei darf aber der Respekt nicht verloren gehen. Aber respektvoll gehe ich ja mit jedem Menschen um. Da spielt doch keine Rolle, ob der jetzt Vorstandsvorsitzender, Sachbearbeiter, am Empfang arbeitet oder Fahrer ist. Sind alles Menschen. Und die Begegnung muss ja genauso respektvoll sein, unabhängig der Hierarchie. Ja. Wenn das klappt, dann ist gut. Was mir nicht gefällt, ist, das kommt manchmal vor, wenn ganz junge Menschen das Gefühl haben, okay, ich bin cool als Vorstand, dann bin ich auch cool als Mitarbeiter, und legen die den Arm um die Schulter und komm, wir gehen jetzt mal ein Bier trinken. Nee, respektvoller Umgang heißt schon anständig miteinander umgehen, aber ohne, dass man künstliche Barrieren baut. Ja, ich komme ja ursprünglich von der Lufthansa, da gibt es ja auch eine Du-Kultur. Ne? Da duzt der Flugbegleiter den Abteilungsleiter und auch zu 99% den Kapitän. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig wird natürlich da Uniform getragen und jeder weiß natürlich genau durch Streifen, ne, wer was ist. Und da habe ich auch noch nie ein Problem erlebt. Ich glaube, das ist wirklich so eine Einstellungsfrage. Ne? Das ist es. Und ich bin am Anfang auch gekommen und habe von Anfang an eigentlich alle geduzt, habe aber auch gemerkt, Respekt heißt auch, wenn jemand irgendwie ein Problem damit hat, weil viele Leute das Gefühl hatten, nee, das kann doch nicht sein, der Vorstand, der Duzer, da geht ja alles verloren. Habe ich gesagt, hey, ich respektiere das, aber dann müsst ihr mir das mitteilen und dann versuche ich mich da auch anzupassen. Aber eine lockere Arbeitsumgebung und Atmosphäre schafft, glaube ich, auch schneller mal so eine Vertrauensbasis, die es auch braucht, damit wir gemeinsam was erreichen können. 100%. Aber wenn es aufgesetzt ist, wenn du in der Schule, das ist manchmal ein bisschen ein Thema, wenn von Schulen Leute kommen, die alle gebrainwashed sind, alle in die gleiche Richtung, und wenn das Lehrbuch sagt, du musst deine Mitarbeiter duzen, weil das ist in der heutigen Welt was Tolles, dann funktioniert es nicht, weil es kommt nicht ehrlich rüber. Verstanden. Es geht also nur, wenn es mit der Einstellung gepaart ist, ne? Ja. Der Bewohnerfrei Podcast lebt sehr stark davon zu schauen, welche Steine du in deinem Leben zur Seite räumen musstest, um dort zu sein, wo du heute angekommen bist. In der Anmoderation, da möchte ich einmal vorweggreifen, gab es diesen Begriff des Flachwurzlers. Und du bist ja jetzt schon sehr oft umgezogen und machst jetzt gerade das, was viele Deutsche machen. Die gehen nach Singapur oder in die Schweiz, sind dort der
Ausländer, ein Expat und du bist Expat hier bei uns. Ja. Erklär mal den Begriff des Flachwurzlers. Also Flachwurzler für uns in der Familie ist ein Begriff, den auch meine Frau eigentlich zuerst mal geprägt hat. Dann muss es stimmen, wenn die Frau es gesagt hat. Sowieso. Und ich habe ja das Glück, dass sie mir ja folgt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und es ist dann so, wenn man im Ausland, also wenn wir im Ausland leben, sage ich mal, dann ist es wichtig, dass wir uns vernetzen und in der Community uns auch irgendwo mitmachen, integrieren, dabei sind, aber nie so tiefe Wurzeln schlagen, dass wir auch nicht wieder bereit wären, wegzuziehen. Mhm. Wir sind in der Schweiz mehr als 10-mal umgezogen. Wir sind vermutlich 15-mal schon insgesamt umgezogen als Familie. Ich bin 30 Jahre mit meiner Frau schon verheiratet und sie hat allen Unsinn mitgemacht. Und da ist es, glaube ich, gut. Wir schätzen den Moment. Du musst im Moment leben und im Moment sind die Menschen, mit denen ich arbeite, die Menschen, die ich kenne, die sind wichtig, das ist gut. Aber ich kann morgen weggehen und fange an einem neuen Ort an und dann habe ich relativ schnell vergessen und fange am neuen Ort wieder an. Und da gibt es einen Kern, wo tiefe Wurzeln existieren, aber die sind dann eher in der Heimat zu Hause, wo die Wurzeln halt tief sind, wo man sich regelmäßig über Skype oder FaceTime austauscht und hin und wieder vorbeigeht. Verstanden. Das sind dann die Tiefwurzler, ja? Genau. Du sprichst gerade was an, was ich sehr spannend finde, dass du diesen Lebensstil hast, weil ich den bisher nur kannte von wirklich Menschen, die zum Beispiel digitale Nomaden sind. Es gibt ja eine Riesengruppe von jungen Menschen, die gerade sagen, ich will mit dem ganzen Großen nichts zu tun haben, ich will keine Festanstellung, ich lebe halb auf Bali, halb in Brasilien. Das ist ja so ein richtiges neues Movement, ne? Die dann sagen, nee, ich komme jetzt eben nicht zu AXA, sondern ich will genau dieses Leben haben. Und ich höre bei dir raus, es ist auch möglich in einem Konzern. Absolut. Also es hat sich schon einiges getan, nicht überall. Ich kann nur für das sprechen, was ich irgendwie selber erlebt habe oder was ich im Moment gerade erlebe. Und ich meine, Großkonzerne, genauso wie kleine, haben ja auch gemerkt und gelernt, dass die Zeiten sich verändert haben. Wir leasen eigentlich die Arbeitskraft der Menschen, die bereit sind, für uns zu arbeiten. Und wir wissen von Anfang an, dass das heute nicht mehr so ist, dass jemand bei AXA anfängt und dann auch hier seine Pension erfährt. Das ist nicht mehr der Standard. Mhm. Wir arbeiten auch mit Leuten, die als Freelancer sagen, ich bin gerne bereit, dir bei dem Thema, bei diesem Projekt zu helfen, aber dann bin ich wieder weg. Uns gehört niemand. Mitarbeiter sind freiwillig dabei. Umso wichtiger, wenn Motivation dabei ist, wenn der Sinn der ganzen Tätigkeit dabei ist, dann kann man ja auch Menschen gewinnen für die Firma. Und wenn man attraktiv sein will als Arbeitgeber, ja gut, dann gehören nicht nur schöne Büros dazu, da gehört auch die ganze Thematik Vision, Zusammenarbeit, agile Teams, neue Führung auch, das ist ganz wichtig. Hm. Also wir sind da in einem ganz großen Transformationsprozess, auch in der Versicherungsbranche. Ja, weil ich erlebe viele junge Leute, die flüchten deshalb, weil ihnen bei so vielen Unternehmen dieses Warum eben einfach fehlt, ne? Also ja. 70er, 80er, 90er und auch als ich als Angestellter angefangen habe, auch damals bei der Lufthansa, da wurde mir gesagt, was ich zu tun habe. Ja. Und irgendwann später kam so dieser Switch, dass mehr über das Warum gesprochen wird. Warum sollst du das überhaupt tun? Warum ist es wichtig, gerade als Führungskraft? Und das war erst ganz neu für mich, wo ich dachte, ich musste mich jetzt hier immer so irgendwo eintragen und bitte, bitte sagen. Und jetzt darf ich plötzlich mitreden und es gab Veranstaltungen, wo Mitarbeiter gehört wurden, ne? Ja, und also gutes Beispiel, was du ansprichst, weil kommt gerade in den Sinn, mir hat mal eine ältere Mitarbeiterin von uns gesagt, hey, zuerst mal, darf ich du sagen zu dir? Und sagst du, ja klar, darfst du, wenn das für dich okay ist. Und dann sagt sie, weißt du was, du verlangst jetzt von uns, dass wir als Mitarbeiter an den Entscheidungsprozessen teilhaben, mitdenken, mitmachen. Aber ich kann das gar nicht und ich glaube, ich will das gar nicht. Ich war mir jetzt gewohnt, 30 Jahre lang hat man mir gesagt, was ich zu tun habe. Und da fühle ich mich wohler. Ja, damit kannte das halt. Ja, klar. Und du sprichst ein Thema an. Ich glaube halt daran, dass man in zwei Welten unterwegs sein muss. Die gute alte Welt und die neue Welt. Und der Veränderungsprozess, der kann ja nicht schneller laufen, als die Menschen überhaupt bereit sind, mitzugehen. Und einen Teil der, ich sag mal, Älteren, es hat nichts mit dem biologischen Alter zu tun, Menschen wird man mitnehmen können, aber die kann man nicht überfordern. Hm. Und ein Teil der jungen, dynamischen, wilden Weltverbesserer, sage ich mal, die das Leuchten in den Augen haben, die muss man laufen lassen und nicht zu stark vermischen mit der alten Welt, weil sonst die sich gegenseitig nicht unbedingt helfen und befruchten. Das kann funktionieren, aber funktioniert nicht immer. Hm. Und so eine kleine Trennung zwischen, ich nenne es Business as usual, und quasi neue disruptive Geschäftsmodelle sollte man ein bisschen trennen. Ja,
Ja, ich merke das bei mir im Kleinen schon. Ne? Wir haben jetzt jemanden dazugenommen, der ist 19. Was eine andere Einstellung auch und wie der Umgang mit sozialen Medien, wo der plötzlich sagt, du, ihr braucht das Video und das bei YouTube und ich dachte, krass, ja, da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht und wir sind ja ein Start-up. Jetzt sind wir schon nur so stark im Thema drin. Ich will einmal den Rewind-Knopf in deinem Leben drücken, mal nach zum Anfang spulen. Wie wird jemand groß, der eines Tages Vorstand wird? Was sind deine ersten Erinnerungen ans System? Kindergarten, Grundschule, wie bist du groß geworden? Waren deine Eltern auch so erfolgreich im Beruf? Das finde ich immer ganz spannend. Ja, also meine Eltern sind leider beide schon verstorben, viel zu früh an Krankheiten. Typisch Familie aus dem Jura, also an der französischen Grenze, französisch sprechend, aufgewachsen. Ich bin aber dann auch als Kind mit den Eltern, weil unser Vater, der in der Schweizer Armee tätig war, als Offizier, Berufsoffizier, gibt es in der Schweiz, würde man nicht meinen, wir sind ja neutral, aber hey, auch das können wir. Ihr hattet bestimmt auch so einen Atombunker im Haus, oder? Ah, wir haben überall Schutzpläne, überall. Ja. Wir haben gute Freunde in der Schweiz, als ich ein kleiner Junge war, ich habe da immer drin gestanden und habe gesagt, wow. Ja. Irgendwann habe ich meinen Papa gefragt, wir wohnen ja nur 3 Stunden weg, warum haben wir das nicht? So Zivilschutzanlagen sind Pflicht, ich weiß nicht mehr, wie das heute geregelt ist. Ja. Aber da sind wir mit der Familie auch schon umgezogen, also in der Deutschschweiz groß geworden, ein Jahr in Italien gemacht. Wollte eigentlich traumberufsmäßig zum Club Med, weil ich dachte, du, ein bisschen reisen, Leute zum unterhalten. Club Med. Hört sich gut an, bin aber bei der Versicherung gelandet, ironischerweise bei der Winterthur-Versicherung, die durch die AXA dann viel später gekauft wurde. Also ich bin nach langem Umweg dann wieder zurückgekommen zur AXA-Familie. Ja. Das hieß früher mal Winterthur-Versicherung, Marktleader in der Schweiz. Ja. Habe dort eine Lehre gemacht, also Basic-Ausbildung. Warst du gut in der Schule oder wie warst du? Ich war in bestimmten Fächern top, in anderen hat es mich einfach schlicht und ergreifend nicht interessiert und ich war viel mehr auf der sportlichen Ebene. In Clubs habe ich Basketball, Eishockey, Fußball gespielt. Eishockey, ziemlich intensiv, Fußball auch. Dann kam noch Volleyball später dazu. Basketball ist noch dazu gekommen. Ich habe Marathon gelaufen, viel gejoggt in meinem Leben. Mountainbiking kam auch dazu. Also Bewegung in der Natur war mir immer sehr wichtig. Ja. Und es ist dann so, dass sich die Dinge einfach, wie soll ich sagen, ergeben haben. Einen bewussten Plan, da will ich hin. Also karrieremäßig habe ich nie gehabt, weil mir war es eher so, es kommt eine Kreuzung, es gibt eine Möglichkeit, einen Weg, den du kennst, einen Weg, den du nicht kennst, dann habe ich den genommen, den ich nicht kenne. Hast du vielleicht genau deshalb die Karriere gemacht, weil du der Mutige warst? Vielleicht der Mutige der Mutige, aber auch mit meiner heutigen Frau, die schon früh meine Freundin war, natürlich auch jemand, die das alles auch mitgemacht hat. Also die Verbundenheit, Familie war mir immer sehr wichtig. Mhm. Ich ganz alleine, das kennt meine Frau von mir, ich behaupte, irgendwann in den letzten Jahren, wenn sie nicht da wäre, wäre ich tot, weil ich dann zu extrem wäre. Okay. Die Balance, das Ausgeglichene ist da wichtig in dem Bereich. Das heißt, diese Weggabelungen habt ihr dann schon zu sehr frühen Jahren zusammen gemacht, ja? Absolut, absolut. Sie sagt ja auch, auf meinem Grabstein wird irgendwann mal stehen, wenn es irgendwie einen schwierigen Weg gab, dann hat er immer den schwierigen genommen und nicht den einfachen, weil es mich gereizt hat. Ja, kannst du mal ein Beispiel aus frühen Jahren geben? Also wann hast du das erste Mal gemerkt, so, oh, meine Freunde wären wahrscheinlich jetzt rechts abgebogen, aber ich gehe bewusst links? Ja, als es darum ging, zum Beispiel den Mut zu haben, aus einem gemachten Nest, ich hatte eine Agentur in Bern-Oberland, stell dir vor, ich ging mit meinen Langlaufskiern im Winter mit der Stirnlampe, ging ich zu meinen nebenberuflichen Agenten, habe denen geholfen, die letzte Seilbahn zu versichern oder das nächste große Hotel. Eigentlich alles Paletti, meine Frau Skilehrerin, heile Welt, Hund, was willst du mehr? Betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen, ja genau. Und da habe ich mit ihr gesprochen und gesagt, weißt du was, ich kann Französisch, das war es ja, also ich kann mir nicht vorstellen, das 30 Jahre lang zu machen, das ist für mich ganz schlimm, diese Vorstellung. Ich melde mich mal bei der International Division, der Winterthur, und sie sagte, du, try it. Dann habe ich einfach mal angerufen und gesagt, hey, ich kann ein paar Sprachen, ich glaube, ich wäre gut im internationalen Versicherungsgeschäft bei der Winterthur, in Winterthur, eine Stadt bei Zürich. Ja. Ja, und guess what? Die haben mich tatsächlich aufgenommen. Dann hieß es, Zelte abbrechen,
viel weniger verdienen, viel teurere Mietpreise in Winterthur als im Berner Oberland. Gerade erst verheiratet, erstes Kind unterwegs. Wir haben also auf vieles verzichtet von unserem warmen Nest und haben was Neues angefangen und damit auch was gewagt. Um dann eigentlich 3 Jahre später von dort nach Paris zu gehen mit einem Kind, was gerade 2,5, 3 Jahre alt war, das zweite erst 3, 4 Monate und ab sind wir nach Paris gegangen. Es klingt aber jetzt für mich, dass dieser Schritt, also aus dem betreuten Wohnen, aus dem Skigebiet, dann quasi in die Zentrale, dann ins Ausland, das ging relativ schnell. Was haben die in dir gesehen? Das ist eine gute Frage. Also vermutlich, weil ich Französisch kann, hilft das in Paris. Ja. Und also ich bin halt gut in der Kommunikation, im Vernetzen mit den Menschen. Und ich glaube, die Interaktion mit Menschen, das Zusammenarbeiten, das ist etwas, was ich mag. Ich habe immer begriffen, dass ich alleine als Einzelkämpfer nichts kann. Mhm. Ich bin darauf angewiesen, dass Menschen bereit sind, mit mir zu arbeiten, damit wir was Großes errichten können. Und Politik interessiert mich nicht, auch hier nicht, im jetzigen Leben. Ich bin nicht der, der plant und schaut, wie ich an jemanden vorbeikomme oder wie ich da irgendwas machen kann, was mir dient oder der Politik dient. Das ist nie mein Ding gewesen. Und wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann bin ich offen und mache auch was anderes. Okay. Auch sich nicht zu wichtig nehmen, glaube ich. Ja, ist das auch so ein Lebensgeheimnis? Also sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, etwas Größeres vor sich zu stellen? Hattest du denn so ein großes Ziel? Weil bisher, es klingt so, du hast ja diese Weggabelungen genommen, das Schwierigere. Gab es dann Menschen, die gesagt haben, hier ist das, schau mal, hier ist was für dich? Ja, also es ist halt so, ich hatte das Glück, auch im Militär übrigens, sonst hätte ich nie weitergemacht, wie man das so schön sagt, in der Schweiz. Also die Rekrutenschule, die Basis und dann Unteroffizierschule, Offizierschule, im Beruf das Gleiche. Ich hatte das Glück, dass ich gute Vorgesetzte hatte, vielfach. Und wenn es nicht gut war, Mentoren. Und wenn es nicht gut war, bin ich weg. Also ich habe das Glück gehabt, dass Menschen dann mich geschätzt haben, dass ich getan habe und es dann Angebote gab von ihnen, dass sie mir Türen geöffnet haben, dass sie mich unterstützt haben, mal was anderes zu tun, weil ich dann stets der war, der nach 3 bis 4, 5 Jahren gesagt hat, hey, what's next oder was könnte ich da noch anderes tun? Mhm. Und da muss man auch sagen, da hatte ich echt immer gute Leute um mich herum, die mich da unterstützt haben. Das war echt wichtig und gut. Mhm. Aber die Dinge haben sich entwickelt. Das ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Muss man denn der Beste sein, um dahin zu kommen? Muss man der Beste sein? Was muss man sein? Nein. Es hängt ja nicht nur von mir ab. Es hängt ja von den Entscheidern ab, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ja. Also müssen die an mich glauben und sagen, dem traue ich das zu. Selber muss natürlich auch so gut sein, dass man ihnen ja auch überhaupt auffällt und in Betracht gezogen wird. Und mit der Zeit kommt ein Track Record, wo die Leute ja dann sehen, was hat er eigentlich schon alles gemacht und wie ist das bei ihm gelaufen. Natürlich kommen dann auch die Fakten, also die Zahlen, die Ergebnisse der Arbeit. Aber es ist halt so, ich alleine wäre ja nichts. Mhm. Und die Zahlen, die wir haben, die sind nichts, wenn nicht Hunderte von Mitarbeitern arbeiten würden. Ja. Und ich bin ja nur der Mann, der dann irgendwie vorne hinsteht und sagt, unsere Zahlen waren toll. Ja. Oder, eben nicht. Genau, kommt ja auch vor. Ja. Wichtiger ist, wie das Team zusammen funktioniert, wie die Leute miteinander agieren oder interagieren. Ja. Und wie sie, ich versuche halt zu motivieren. Ich glaube, das ist das, was ich vielleicht am ehesten noch sagen würde. Ich bin Motivation, ich bin Energie, ich bin Coach, der versucht zu spüren, wann es mich vielleicht braucht oder wann ich zurückstecken kann und quasi im Hintergrund sein kann. Ich bin ein Vernetzer, ich schlage Brücken und ich bin immer glashalb voll Mentalität. Wer hat dir das beigebracht oder hast du es dir selber beigebracht? Weil es gibt ja 1000 Kurse, 1000 Dinge oder Menschen, die einem beibringen wollen, wie das funktioniert. Hattest du so jemanden? Hast du so einen Celebrity-Twin gehabt, wo du mal sagst, oh, eines Tages werde ich mal so wie der? Ja, also am Anfang ist es ja halt all die Dinge, das kommt von zu Hause aus, was man erlebt natürlich, Pfadfinder und, die Arbeit. Und dann habe ich natürlich schon viel investiert in sogenannte Learning and Development-Geschichten. Also ich habe entweder
Kurse besucht, die man intern angeboten hat. Mhm. Ich habe auch jahrelang mit einem Coach gearbeitet, der heute ein Freund ist, der mir damals bei einer ersten großen Managementaufgabe geholfen hat in Deutschland, bei einem anderen Versicherer. Eine Kombination aus Sanierung, Schließung von Büros, aber Aufbau von einem anderen Geschäftsbereich, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche dich da, du bist ein Spiegel, du hilfst mir, die Antworten zu finden, zu formulieren, die eigentlich bei mir drinnen sind irgendwo, aber ich muss mich mit dir austauschen können. Das war ein ganz wichtiger Meilenstein in meiner Entwicklung und dann sukzessive Learning and Development Geschichten gemacht, auch an Business Schools wie INSEAD mal 4 Wochen investiert, um dort in deiner Freizeit? In meiner Freizeit, um dort am Leadership-Thema zu arbeiten, ja, definitiv. Das heißt aber übersetzt, auch ein Mensch, der so ein großes Aufgabenfeld und so eine Verantwortung hat wie du, ist sich nicht zu schade, um nach Hilfe zu fragen. Ah nee, ich brauche jeden Tag Hilfe, definitiv. Also es ist mir wichtig, weil gerade in Versicherungsbranchen der Mensch nicht nur der größte Kostenblock ist, er ist das alles Entscheidende. Und mit Menschen umzugehen ist schwierig. Führung ist auch schwierig. Ich kann ja auch nur noch, wie soll ich sagen, mit Menschen umgehen. Fachlich habe ich nichts mehr drauf. Meine Leute können das alles besser. Da muss ich auch mal kurz ranzoomen. Du hast gerade das gesagt, ich hatte mir die Frage aufgeschrieben. Ich habe mal in einem Managementbuch gelesen. Je höher du raufkommst in einem wirklichen Großkonzern, desto mehr Social Skills nehmen zu und desto mehr Fachwissen nimmt ab. Das ist so. Das ist so. Und das ist ja die Tragik bei vielen Karrieren. Ich treffe zu viele Menschen, die sagen, ja, ich will Karriere machen. Und ich sage, überleg sie gut, weil deine Definition von Karriere ist vermutlich immer die Leiter hoch. Aber weißt du was? Du willst glücklich sein. Und es gibt Situationen, es gibt so Jobs, die sind in der Mitte, ein bisschen Fachlichkeit und ein bisschen Personalführung. Die sind ideal, um herauszufinden, ob man eigentlich komplett ins Leadership will, also People Management, oder ob man die Fachkarriere einleiten will und vielleicht dort eigentlich wöhler ist. Und viele Menschen zwingen sich in eine Senior-Management-Position, wo das Thema Menschen und Führung so stark wird, dass sie haben nicht ihre Kernkompetenz oder ist nicht das, was sie am liebsten tun. Und damit werden sie eigentlich unglücklich, gestehen sich das aber nie ein. Und da finde ich einfach, ja, du, da ist mir das Leben einfach zu kurz, um 20 Jahre quasi 9-to-5 und Frustjob zu machen, aber nur weil die Kohle stimmt, mache ich das noch. Wie hast du es gemacht, diese Kontrolle abzugeben in den Details? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein Riesending. Am Anfang weißt du ja alles. Du kennst selber die Verträge, du weißt selber, wie alles läuft. Und jetzt in deiner Position ist ja unmöglich, alle Details zu wissen. Geht ja, du bist ja kein Supercomputer. Ja. Wie war dieser Loslassprozess für dich? Der hat sich ergeben. Also ich war nie ein Detailfreak, schon von Kind auf. Also eher Generalist, wenn man so sagen darf. Mhm. Vieles anfassen an. Sport habe ich ja 6, 7, 8 Sportarten gemacht. Nirgendwo war ich wirklich die Pfeife, aber auch nirgendwo top. Aber überall konnte ich gut mitspielen. Mhm. Ja, sei es bei Vielleicht ist genau das Geheimnis. Genau, Inline-Skate. Also ich kann Skifahren, überall kann ich gut mithalten, habe Spaß an all den Dingen. Aber ich habe keins, wo ich sagen würde, wow, für diesen Sport oder für dieses Thema würde ich quasi alles hergeben. Dafür interessiert, bin ich zu breit aufgestellt in meinem Interessengebiet. Und ich habe gelernt, die Leute, die wir einstellen, sind häufig ja Experten in der Anfang ihrer Karriere. Die müssen es auch besser wissen als ich. Es wäre ja nicht gut, wenn die es nicht besser wissen als ich. Um da auch mal eine Zahl zu nennen, wie viele Mitarbeiter führst du jetzt? Also in deinem, also ist ja, du bist ja Forscher, ist ja dein Unternehmen, aber mit den anderen. Wie viele Menschen? Die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht mal, weil es nicht relevant ist. Und ich bin auf der einen Seite Vorstand hier beim AXA Konzern, ich bin aber auch noch CEO der AXA Corporate Solution auf der anderen Straßenseite, auf die ich gerade rüber gucke. Ja. Das gehört auch zum AXA Konzern, aber ist eine andere Gesellschaft. Ja. Insgesamt werden es um die 800 bis 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein in Deutschland. Wahnsinn. Ich erlebe bei vielen jungen Leuten, die irgendwann anfangen, sich solche Fragen zu stellen, die dann sagen, okay, ich probiere mich jetzt aus, entweder ich gehe ins mittlere Management, weiß das, oder ich habe eben große, ambitionierte Ziele. Ja. Da kommt irgendwann das Umfeld, Freunde, Bekannte, Eltern, die sagen, du, Papa hat das auch nicht gemacht, der hat das gemacht, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wie wichtig war in deinem Leben, neben deiner Frau, dein Umfeld, in dem du warst?
Gab es da auch mal Leute, die gesagt haben, also Thierry, jetzt ist es vielleicht eine Nummer zu groß für dich? Nein, nicht wirklich. Aber der mir wirklich geholfen hat, dass ich so in so Middle-Management-Position kam, war mein heutiger Freund und damaliger Coach, der mir echt immer geholfen hat, mit dem ich vieles reflektiert habe. Er ist ein großer Sportler, also viel wandern und sprechen, tagelang waren wir unterwegs, um zu reflektieren, zu diskutieren. Also in schwierigen Momenten in meinem Leben, privat oder beruflich, ist egal, oder wo Challenges da waren, habe ich mich viel, mache ich heute noch übrigens, mit ihm ausgetauscht. Weil über den Dialog, die Reflexion mit ihm, die richtigen Fragen, die er stellt, fängt dann dieser Prozess an, des Nachdenkens und Überlegen, und das hilft mir dann in der Entscheidungsfindung. Das hat mir immer sehr stark geholfen. Ja. Wirklich sehr stark. Aber sonst ist es auch so, da ticken ja Männer leider oder zum Glück, ich weiß es nicht, anders als Frauen. Wenn es ein Jobangebot gibt, wo es heißt, du kannst die Welt regieren, dann sagen ja die Mehrheit der Männer, jo, mach ich. Kann ich. Da sind Frauen etwas vorsichtiger und die wollen zuerst wissen, dass sie das wirklich alles können, bevor sie einen Job annehmen. Ja. So habe ich ja viele Jobs angenommen, wo ich am Anfang also auch geschwommen bin, im fachlichen Thema, aber dann nach ein paar Monaten wieder über dem Wasser war und wieder atmen konnte. Und das war eigentlich die Phase, wo man am meisten gelernt hat, enorm viel gelernt. Und die Tatsache, als Schweizer in Deutschland zu leben, ist ja nochmal eine Challenge. Man ist in einem, Anführungsstrichen, fremden Land. Ja. Das ist nochmal eine neue Dimension, eine weitere Dimension. Ich habe zum Glück hier den Schweizer Bonus. Das ist umgekehrt für Deutsche in der Schweiz ein bisschen. Wollte ich gerade sagen, ihr habt ja sehr, sehr, also ihr als Volk, als Land, ihr habt ja hier einen sehr positiven, ihr seid ja sehr positiv besetzt, ne? Ja. Mit ganz, ganz viel positiven Attributen. Ja. Hilft es auch? Hilft der Akzent hier? Hilft das Schweizer sein? Ja, also ich höre das häufig. Ich bin auch erstaunt von Mitarbeitern, dass sie meinen Akzent lieben. Und ich sage, es ist mir nur peinlich, ich kann eigentlich nicht Deutsch. Aber hey, wenn ihr damit klarkommt, dann ist es gut. Ja. Dann ist es gut. Das hilft definitiv. Ich glaube, wir Schweizer sind ja eher gut gesehen. Die Schweiz, die schöne Luft, die schönen Berge, alles ein bisschen teuer für die Deutschen. Aber das ist 25 Euro, eine Pizza mit Pilzen. Ja. Ja, man müsste die Rechnung anders machen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau, wenn wir das jetzt aufmachen, dann können wir Stunden sprechen. Oh, ja. Was war bisher die schwierigste Aufgabe, die du lösen musstest, um dahin zu kommen, wo du heute bist, wo du gedacht hast, jetzt komme ich aber hier mal an meine persönliche Weggabelungsgrenze, wo es jetzt ein bisschen schaukelig wird. Hier liegt jetzt gerade. Also die emotional die schwierigste Aufgabe, und dieses immer noch, ist wenn beim Thema Menschen man zum Schluss kommt, dass man sich von Mitarbeitern trennen muss, und zwar nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil es wirtschaftlich einfach nicht geht. Das finde ich sehr schwierig, und das ist etwas, da muss ich mich echt gut darauf vorbereiten und darauf einstellen, weil das sehr emotional ist für mich als Prozess und ich das nicht einfach maschinell durchziehen kann. Und das muss man mit Respekt, Würde, anständig umgehen, sozial. Aber im Zweifel sind schlechte Nachrichten für den Menschen ja immer mal einfach mal schlecht. Ja. Entlassungen von Mitarbeitern finde ich mithin das Allerschwierigste. Nimmst du sowas mit nach Hause? Sitzt du dann abends mit deiner Frau und sagst, oh, der Herr Müller, Ja, mache ich durch. Also ja, ich gehe nicht jeden Fall durch, aber sie weiß, wenn mich gerade Themen sehr stark beschäftigen, A, weil sie es merkt, und B, dann reflektiere ich auch mit ihr darüber, wie das ist für mich und wie ich mir den Prozess so vorstelle und wie das Ganze auch laufen soll. Im Wissen, dass es einfach schwierig ist in so einem Fall, dass dir der Mitarbeiter dann dafür dankt, dass er dann keine Arbeit mehr hat bei dir. Das ist ihm fast unmöglich, aber das ist irgendwie mein Ziel, dass er dankbar ist. Aber ich habe auch schon Situationen erlebt, wo ich Menschen, ich sag mal, die an der Klippe standen, eigentlich gestoßen habe und sie aufgefordert habe zu gehen, weil ich wusste, die werden fliegen lernen. Das also habe ich schon mal jetzt gehört. So. Ja. Dass sie also danach, manche brauchen den Anschub. Das verstehe ich gut. Ja. Bevor wir danach nochmal über den Change sprechen, den jetzt auch gerade so ein Riesenunternehmen wie die AXA macht, kann ich rein interpretieren, dass wenn du Vorstand bist, dass du theoretisch jetzt auch ein anderes Unternehmen übernehmen könntest, was gar nichts mit Versicherungen zu tun hat? Einfach mit den Skills, die du hast? Wäre das möglich?
Also ich traue mir das jederzeit zu. Jetzt bin ich Mann, haben wir vorher gerade darüber gesprochen. Ja. Give me any job, I'll do it. Aber also ich glaube halt, weil auf der Position, wo ich bin und in Zukunft später einmal stelle ich mir auch vor, ich würde gerne entweder Jungunternehmen unterstützen, im Sinn von meine Erfahrung einbringen. Als Business Angel oder als Business Angel, Vortragsredner? Genau. Nein, Business Angel. Ich habe auch ein klein Unternehmen, was ich ein bisschen unterstütze in der Schweiz, weil ich mag mit Menschen zusammenarbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, in einem anderen Bereich zu arbeiten. Hotellerie, Tourismus, das kann ich... Club Med, da sind wir dann wieder, ne, beim Jugendraum. Genau. Also kann ich mir vorstellen, weil ich glaube... wenn es darum geht, Leadership zu zeigen, klar muss man was verstehen von der Sparte, von der Branche, in der man unterwegs ist, aber wenn man, sage ich mal, auf einer Geschäftsleitungsebene unterwegs ist, dann ist, glaube ich, weniger wichtig, dass man alle Details kennt. Aber ja, je nach Betriebsart ist ja dann auch die Vernetzung, die Erfahrung, die man mitbringt in einem Land oder in einer Industrie, durchaus auch sehr, sehr wertvoll. Also es gibt Dinge, die würde ich vermutlich nicht anfassen, ja, weil ich einfach zu wenig davon verstehe. Ja. Jetzt hast du vorhin, hatten wir ja kurz darüber gesprochen, dass als du jetzt in dieses Unternehmen hier reingekommen bist, dein Ansatz ein eher unkonventioneller war. Ne? So das erste Meeting, du kommst rein ohne Krawatte, hallo, ich bin der Thierry. Wie haben die Kollegen reagiert in der Spitze, die jetzt ja schon länger da sind? Wie gehen die mit sowas um? Also inzwischen haben sie sich alle auch ziemlich stark gewandelt. Da ist was passiert im gesamten Unternehmen. Also ich sage den Kolleginnen und Kollegen hier immer wieder, wenn ich da mir vorstelle, vor 3,5 Jahren ungefähr kam ich zum ersten Mal da nach Köln zu einem Vorstellungsgespräch und dachte mir, das ist irgendwie schwierig. Weil Krawatten und Pins. Krawatte, getrennte Bereiche für wichtige Leute, Ruhe, der Staub, der von der Decke fällt, den man hört, also tot im Prinzip. Und das ist heute ganz anders. Da ist Durchmischung, Leute bewegen sich, man trifft sich ein bisschen überall. Wir haben die Büros massiv verändert, neue Arbeitsplätze offen, keine Einzelbüros mehr, da ist enorm viel gegangen. Und damit ist auch ein Leben, wir haben dem Ganzen ein Leben eingehaucht. Alle sind nicht Fan, das bin ich auch überzeugt. Ach. Es gibt immer die 2, 3, 4, 5%, die sagen, nee, früher mein Einzelbüro, das war mir recht und gut. Ja, das ist jetzt heute nicht mehr. Da ist echt enorm viel gegangen in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, auch wichtig und notwendig, wenn wir in die Zukunft gehen wollen. Ja. Dann müssen wir uns auch wandeln in dem Bereich. Und Versicherung hat jetzt nicht den Ruf, das Agilste und Hipste zu sein. Ne? Kommen wir einmal dazu, weil du es gerade ansprichst. Ich habe auch mal in einem Buch gelesen, es gibt zwei Dinge, die darfst du auf einer Party nie sagen. Das eine ist, du arbeitest im Multilevel-Marketing oder du bist bei einer Versicherung. Weil dann ist man erstmal an der Bar alleine. Woher kommt der Ruf, obwohl es ja jeder braucht? Also es hat ja jeder. Wie Wasser, wie Strom. Also ich kenne niemanden, der keine Versicherung hat. Aber woher kommt das? Ja, also ich weiß es nicht, aber es kommt dieses Türklinken-Putze-Image. Ja? Abends 18 Uhr noch schnell vorbei klingeln und hier noch die neueste Hausabversicherung. Die es wahrscheinlich auch nicht mehr gibt. Das ist auch vorbei. Und heute sind das ja Finanzplaner, Lebensberater für Einzelkunden in der Firmenwelt, wo ich unterwegs bin. Ich meine, wenn du dir vorstellst, ich finde, wir haben eine noble Aufgabe als Versicherungswirtschaft, denn wir versuchen, wenn es gut geht, Risiken zu verhindern oder zu minimieren, dass gar nichts passiert. Das ist das Beste. Wenn was passiert, versuchen wir so schnell wie möglich der Firma alles anzubieten, was es braucht, damit sie wieder arbeiten kann und ihrem Sinn und Zweck nachgehen kann. Das ist ja eine noble, schöne Aufgabe. Ja. Das Image kommt vielleicht auch davon, dass man, ich weiß nicht, heute ist das nicht mehr so, früher auch mal einfach sagen konnte, ich bin Versicherungsvertreter und das war's dann. Und damit hat es sicherlich ja auch, es gibt ja, glaube ich, auch hier einen mehr oder weniger bekannten Fall, wo es sogar einen Film darüber gab, ja, ich kenne den Namen jetzt nicht, wo, glaube ich, die Axt nicht so toll wegkam, wenn ich mich nicht irre. Also da gab es ja verschiedene Vorfälle, wo abgezockt wurde oder Leute hinters Licht geführt wurden. Und das ist ja auch eine Lektion. Wenn man mal ein Image hat, dann ist es verdammt hart, gegen das Image anzukämpfen. Manchmal ist das Image so alt, entspricht schon lange nicht mehr der Realität, ist aber immer noch da.
Weil Versicherung heute ist aus meiner Sicht hip, dynamisch, ist voll in der Transformation drin, also profitiert vom technologischen Wandel, der gerade unser Geschäftsmodell ein bisschen auf den Kopf stellt. Ja, du sagst gerade, es profitiert davon. Das ist ja auch schön, das Positive. Total, profitiert davon, total. Und wir haben eine soziale Aufgabe, wenn du dir vorstellst, Daten, Datenschutz, die ganze Diskussion, die wir jetzt haben und das verlinkst mit der Krankenversicherung und den Vitality-Apps, mit dem Tracking, Smartphone, Smartwatch und all den Themen. Ja, da ist die Gesellschaft gerade in einem Dialog. Wie weit gehen wir? Wo hört der Datenschutz auf? Was ist denn zugelassen? Was ist nicht zugelassen? Das ist für Versicherung relevant, für die Gesellschaft aber auch. Und das verändert unsere Geschäftswelt im Moment gerade extrem. Was ist deine Vision der nächsten 10 Jahre? Was glaubst du, wenn du eine Glaskugel hättest? Weil wenn einer am Puls der Zeit ist, bist ja du. Was glaubst du, wo geht das noch hin? Also ich unterscheide ein bisschen zwischen dem Einzelkundengeschäft, also du und ich, und wir kaufen Versicherungen, und dem Unternehmensgeschäft. Und dort muss man nochmal unterscheiden, Großindustrie versus alle anderen. Generell denke ich aber, dass für viele Bereiche es eigentlich ideal wäre, wenn Versicherung als bewusster Einkaufsprozess komplett in den Hintergrund tritt, weil das Erlebnis, was der Kunde sich kauft, eigentlich das Thema Versicherung automatisch quasi beinhaltet. Sprich, ich kaufe mir was Tolles, ein schönes neues Haus. Ich muss gar nicht mehr an die Versicherung denken, weil das ist irgendwie alles inkludiert. Ich mache eine Reise, Hochzeitsreise, 3 Wochen nach Japan. Ich muss mich gar nicht darum kümmern, das ist alles inkludiert. Das Thema Versicherung, das kaufen ja selten die Leute wirklich gerne ein. Stimmt, ja. Ja, in den USA ist es ja, ich habe viele Freunde dort und auch Kunden, wo ich oft hinfliege, die haben ja ganz stark dieses On-Demand-Geschäft. Ne? Du gehst 4 Tage in Aspen Skifahren und für diese 4 Tage machst du dir diese Versicherung, weil sonst brauchst du die das ganze Jahr. Genau. Situative Versicherung. Baukasten, ne? Genau, situative Versicherung. Google Maps weiß, ich bin eben auf dem Hill oben in Amerika, im Yellowstone Park. Drückst das besser nochmal auf OK. Genau, mach mal OK, weil dann bist du anständig versichert. Ich denke auch mit den selbstfahrenden Autos, die irgendwann mal kommen werden, nämlich in 5 Jahren, da werden Ökosysteme entstehen, wo mit den Dienstleistungen, die man kauft, das Thema Versicherung automatisch abgefrühstückt wird. Das heißt, damit steht das nicht im Vordergrund. Ja. Das heißt aber ja auch, dass ihr jetzt wahrscheinlich dann schon strategische Partnerschaften mit einem Skihersteller oder mit einem Gott weiß was eingehen müsst. Ja. Genau, also AXAs Vision, Philosophie ist auch ein bisschen moving from payer to partner. Heißt ganz klar, wir wollen nicht nur Versicherungsprodukte bringen, wir wollen ein Partner sein und wir wollen Dienstleistungen anbieten, und das Thema Sicherheit steht bei uns quasi zentral. Das gilt für Firmenkunden wie eben auch für Einzelkunden, und wir haben schon viele Kooperationen am Laufen und werden noch einige tun, wo man Ökosysteme baut. Smart Home wäre so ein Ansatz, aber da gibt es noch viele, und Partnerschaften mit Großkunden, um die Themenversicherung damit zu lösen. Ja, und jetzt hast du vorhin gesagt, du warst vorhin in einem Gespräch oder heute, wo du auch mit jungen Leuten gesprochen hast. Ne? Die gehen ja mit großen Träumen an so einen Arbeitsplatz auch heran. Können die mitgestalten bei euch? Seid ihr schon so weit, dass die wirklich sagen können, schau mal hier, da? Oder wie macht ihr das? Ja, ist zu allgemein. Natürlich bei 8000 Leuten der AXA in Deutschland alleine ist jetzt nicht so, dass jeder Junge alles auf den Kopf stellen kann. Aber wir haben verschiedene Programme. Wir haben auch ein Team, das nennt sich Transactional. Das liegt schön in einem modernen so Industriealtbau, wo die da ein bisschen nachdenken über die Zukunft. Wir haben Startup. Wir haben alles, was es braucht, um neue Ideen einzubringen. Und ich sage den jungen Menschen ja auch immer wieder, ihr seid jung, ihr seid die die Welt besser machen wollen. Ihr müsst kreativ sein und glaubt an eure Ideen. Euer Ziel muss sein, ein Unternehmen innerhalb der AXA zu gründen mit eurer Idee. Wow, das ist ganz groß. Ja. Ja, genau. Also wenn ihr es so weit bringt, dass ihr überzeugen könnt mit einer Idee und wir euch die Mittel dazu geben, weil wir auch gerne Sachen probieren und nicht alle Innovation ohne Fehler, ohne dass was kaputt geht, gibt es nicht. Das ist keine Innovation. Ne? Das ist Business as usual. Mhm. Und dieses Trial and Error, das wollen wir unbedingt haben. Unbedingt. In meinem Modell zu sprechen, ihr sucht halt nach den Diamanten, beziehungsweise ihr sucht die gar nicht, sondern ihr habt eine Diamantenschleifmaschine gebaut, wo die sich halt ausprobieren können. Genau. Und Diamanten, also wenn sie gut sind, Rohdiamanten, die werden gesucht. Und
die muss man ein bisschen pflegen und hegen, ein bisschen schleifen, manchmal, aber die muss man auch motiviert halten. Ne? Ja. Und dieses 9-to-5, das passt denen dann auch gar nicht. Die wollen gewisse Freiheiten haben. Ne? Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie macht ihr das? Gibt es das, dieses Stempelkarte, ich komme da morgens hin und gehe abends? Oder? Nein, also ich sage uns Leute, mir ist es eigentlich, in Anführungsstrichen, Schnuppe, wann ihr kommt und wann ihr geht. Wenn einer um 11 noch eine Pizza-Lieferservice bestellt, weil er irgendwie noch an irgendwas arbeitet, ist alles gut. Mhm. Es braucht den 9-to-5 auch. Wir müssen auch Kunden bedienen. Telefonie muss besetzt sein und. Aber wir wollen auch agile Teams, also wir wollen nach Themengebiet Leute zusammenbringen und nicht nach Ressort oder Abteilungen, weil die Durchlässigkeit da manchmal schwierig ist. Mhm. Und wenn Menschen an einem Projekt arbeiten, dann kommen die aus verschiedenen Fachgebieten, werden zusammengewürfelt und arbeiten dann an dem Thema dann auch durch. Mhm. Im besten Fall bleiben sie dort auch hängen, wo sie dann jetzt gerade unterwegs sind. Ich kann mich an ein Bild von euch erinnern. Ich war ja schon zweimal auf verschiedenen Veranstaltungen bei euch da. Da war so ein Elefant und Windhunde liefen darum herum, wo dann darüber gesprochen wird, dass ihr seid natürlich sehr, sehr groß. Ich höre aber heraus, ihr habt euch diese Elemente von Start-ups genommen und implementiert die jetzt bei euch. Das finde ich sehr, sehr spannend vom Anfang. Ja. Und ich bin dabei auch vorsichtig, weil es ist so diese Balance. Wir hatten es schon vorhin, das gute Alte erhalten und das Neue pflegen oder starten. Ja. Wir müssen beides können. Und weißt du, für viele Menschen, gerade vielleicht auch ältere Menschen, die vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor zu viel Hype und Disruption und alles ist morgen anders, denen muss man nicht diese Illusion wegnehmen. Die werden wir auch in 5 Jahren noch gut einsetzen können, weil die Welt wird nicht in 5 Jahren komplett anders sein. Nein. Sie verändert sich schneller als vielleicht früher. Ja. Und es bringt nichts, wenn du dich so stark veränderst, dass du dann schon da bist, aber deine Kunden noch nicht. Mhm. Also, ich war jetzt bei einem, auch bei einer anderen Firma, keine Versicherung, da war ein Zukunftsforscher da, der sagt, das Nächste, was wir erleben, ist ein Tsunami der Neuerungen. Also nicht dieses plätschernde iPhone 1 bis X innerhalb von 10 Jahren. Ja. Wir bedenken, guck mal hier, das Ding ist so groß wie früher computertechnisch mein Amiga 500. Das nächste ist halt ein Tsunami. Glaubst du das auch, dass das so schnell jetzt kommt? Also meine Beschreibung wäre im Moment ein bisschen so, es ist wie wenn, ich habe da einen riesen Tisch vor mir, deshalb schaue ich da ein bisschen auf die Seite. wenn das eine riesen Glasplatte ist und du mit einem Hammer einmal ordentlich draufschlägst und dann zersplittert das in 1000 Teile. Ich glaube, von einem Modell gehen wir in 1000 kleine Modelle. Es wird viel experimentiert. Die Menschen sind auch hybrid. Sie sind ja nicht nur entweder Online-Käufer oder dann gehen sie noch in einen Shop, sondern sie machen beides. Genau, die hüpfen permanent. Und ich glaube, wir probieren und testen gerade viele Geschichten links und rechts. Und irgendwie wird sich das dann wieder ein bisschen zusammenfügen und es wird verschiedene große Trends geben, die sich dann durchsetzen werden. Weil ich glaube auch Menschen, und ich beobachte das bei unseren Kindern, und da bin ich auch stolz drauf, plötzlich vom extrem globalisierten Denken hin wieder zu, ich kaufe in meinem Dorf, aber gleichzeitig ist am Wochenende mit dem Flugzeug nach Dubai ein schönes Wochenende verbringen oder nach New York und komme zurück. Also, Und trotzdem dann noch das Raclette mit Schweizer Käse genießen, ne? Genau, also da glaube ich, im Moment geht es in alle Richtungen. Mhm. Es wird dann wieder zurückkommen und es werden sich, glaube ich, größere Lösungen entwickeln, sodass jeder ein bisschen entscheiden kann, in welcher, was für ein Leben will er eigentlich und sie leben. Und es könnte auch sein, dass ein Teil wir in ein Korsett reinkommen, weil die Natur uns vielleicht zwingen wird und weil vielleicht Daten und Technologie derart einen Einfluss haben werden auf unsere Gesellschaft, dass das vielleicht auch in eine komplett andere Richtung uns lenken könnte. Ja, und dieses Bild von dem Hammer auf dem Tisch, fällt der gerade? Hat er den Tisch schon berührt in deiner Welt? Er ist gefallen und ich glaube... Er ist schon gefallen. Das ist wie die Titanic. Du siehst den Top, die Spitze des Eisbergs, darunter, das Teil ist viel größer. Ich meine, wir haben Experimente all over the place. Blockchain, Bitcoin, you name it, das geht ja überall. Blockchain ist gerade komplett eingebrochen. Ne? Genau, also könnte sein, dass in 5 Jahren Blockchain durch ist. Who knows? Dass Bitcoins eine Variante davon dann überleben wird. Ich kannte noch den Atari-Computer, der hat es nicht überlebt. Ich auch, ja. Der kommt jetzt wieder, aber innen drin ist moderne Technik. Genau.
das ist wie die Vinylschallplatte, kommt wieder, obschon wir Musik streamen mit Spotify. Also das ist genauso ein Beispiel. Spotify war eine Disruption, weil von der Schallplatte, Vinylplatte zu CD, das ist einfach Evolution. Ne? Ja. Aber mit Spotify hat sich das Geschäftsmodell verändert. Plötzlich verdienen andere Leute deutlich mehr Geld, die gar nicht dabei waren, und wiederum andere verdienen deutlich weniger. Das hat die Machtverhältnisse verschoben. Ja. Und so denke ich mir, werden noch ein paar Sachen passieren, wo sich Sachen entwickeln werden, aber der ein oder andere wird dann wieder eingestampft und in 5 Jahren werden wir nicht mehr darüber reden können. Ich fand es super, super spannend und weiß schon, warum ich dich ausgewählt habe hierfür, weil A, denkst du groß und ich habe so den Eindruck, du hast hier dieses Jugendliche, dieses am Weg stehen, links oder rechts gehen, das hast du dir behalten. Ne, du Danke. Bist, ja, ne, das finde ich wirklich großartig. Also wenn ich das machen kann, wenn ich das so sagen darf, wenn ich in deinem biologischen Alter bin, dann habe ich viel gewonnen, weil ich erlebe so viele Menschen leider, und da muss ich mal einhaken, die machen das irgendwann nicht mehr. Die sagen, nee, jetzt ich laufe jetzt aber hier auf dem Weg, und hier war immer das. Ne? Und das finde ich wirklich toll bei dir. Nicht mein Ding. Ganz am Ende, es gibt eine Sache im Bewohnerfrei-Podcast, du darfst dir eine Zahl wünschen zwischen 1 und 77, und dann kommt irgendein Thema ganz zum Schluss. 6. Die 6. Wenn dir eine Zauberkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft oder irgendetwas anderes offenbaren könnte, was würdest du wissen wollen? Also zuerst mal, ich möchte es nicht wissen. Weil sonst die Spannung weg wäre. Weil du wüsstest ja dann nicht, was hinter der Abbiegung liegt, ne? Genau, ich wüsste ja schon, was kommt, und damit ist die ganze Spannung weg. Wenn mir diese Kugel sagen könnte, dass der ganze rasante technologische Wandel und was er mit uns und der Gesellschaft macht, dass er mehrheitlich Gutes bewirken wird und nicht ein Ende der Menschheit einläutet, dann würde ich mich darüber, also das würde ich gerne wissen. Okay. Quasi lohnt es sich, der Aufwand und auf 100 Jahre hinauszublicken und nicht nur auf 20. Wow. Ja, finde ich gut. Sollte einer von uns beiden die finden, sagen wir uns Bescheid, ja? Dann rufen wir uns an. Ja, genau. Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort, wirklich nur ein Satz dazu. Geld ist? Ist eine wichtige Währung, die Sicherheit gibt, aber bei der man auch darauf Acht geben muss, dass sie gut verteilt wird. Persönlich wachse ich, indem ich? Persönlich wachse ich, indem ich versuche, meine Schwächen so gut in den Griff zu kriegen, dass sie nicht schädlich sind, und meine Stärken noch stärker ausbaue. Sehr schön. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Ja, du, es gibt für mich nicht einen, ich habe keinen Satz, der nicht dauernd bei mir. Der Satz, der für mich wichtig ist, ist das, was du in der Anmoderation auch genannt hattest, dass Menschen machen den Unterschied. Firmen sind ein Logo, ein Gebäude, sind Büros, sind Laptops, die machen kein Geschäft. Verstanden. Menschen machen das. Ja. Und last but not least, letzte Frage, der schönste Ort, an dem ich jemals in meinem ganzen Leben gewesen bin. Ja, vermutlich ist das da das, was ich heute Heimat nenne, weil wir so lange weg waren von unserer Heimat, der Schweiz, näher spezifiziert Berner Oberland. Das ist für mich Thun und die Region Thun. Wow, da war ich nämlich auch schon mal. Also wenn es irgendwo so aussieht wie auf der Postkarte, dann da. Und in diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich. Wenn jetzt jemand sagt, boah, also David, das klingt jetzt wirklich spannend für mich, und vielleicht ist doch auch so ein Konzern was. Was ist das Einfalltor zu euch? Und dort, klar, Versicherung kann man eh abschließen, da kontaktieren die ihren AXA-Berater oder gehen über die Webseite. Aber wenn ihr jetzt junge Menschen, wenn du die Möglichkeit hättest, junge Menschen hier anzusprechen, auch bei euch mitzumachen an der großen Vision, über die Webseite, oder wie läuft es bei euch? Ja, Webseite, wir sind ziemlich präsent, wir haben aber auch, wir sind in Social Media ziemlich aktiv, also LinkedIn auf der einen Seite, Twitter sind wir auch unterwegs. Spannend, warum setzt ihr auf Twitter?
Kontakt, also Botschaften absetzen. Es gibt ja immer wieder News bei einem so großen Konzern mal zu berichten. Wir machen es aber nicht so wie andere Leute, die mit 140 Zeichen sind, glaube ich, oder 160 auf Twitter, wo man quasi die Welt regieren kann. Über Twitter ist nicht unser Stil, aber als Medium, um zu kommunizieren, finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Ich informiere mich auch gerne über Twitter, um dann tiefer nachzuforschen, wenn ich das Gefühl habe, dass da was Interessantes und Wichtiges ist, ja. Super spannend. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für die offenen Worte. Es hat richtig Spaß gemacht. Mir auch bei den Keynotes bei euch. Und danke. Allen anderen wünschen wir eine tolle Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ob ihr sie gerade bei Lufthansa oder Eurowings im Bordprogramm hört oder im Auto, wir hoffen, euch ein bisschen Mehrwert haben geben zu können. Und seid so lieb, bewertet das bei iTunes. Und ja, alle weiteren Folgen findet ihr unter den bekannten Kanälen. Heute mit Thierry, dem Vorstand der AXA. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke dir. Ich danke dir. Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.